Lalalala. Boah, dieses SMS-Bild oben rechts in der Ecke, ne? Das nervt mich ein bisschen. Oben scheinen auch welche zu sein. Mach mal eben das Motorrad frei. Dann haben wir das. Vielleicht mal ein bisschen Munition oder so, was wir vielleicht gebrauchen können. Okay. So, wir wurden auf jeden Fall nicht bemerkt. Ist egal, ob der Kollege da auf dem Boden liegt anscheinend. Hier ist eine Treppe. Steht der Typ hier auf der Treppe? Weil wenn er genau jetzt hier steht, ist es dumm. Ja. Scheiße, der hat das natürlich... Alter, uah, nein, 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 lass das, hör mich auf zu scannen. Oh, ich sollte weg. Alter, schon wieder einen halben Lebensbalken runter. Ein Schuss, so witzlos. Boah, ey. Ich muss da rein. Ja, mach die Tür auf. Hä, wieso geht denn das nicht? Wieso? Hä? Was muss ich denn da machen? Warte mal, funktioniert das so? Ach, das geht anscheinend nicht. Achso, ich muss jetzt den Sendeempfänger... Achso, nee, hä? Ich bin gleich wieder tot, wenn es so weitergeht. Kriege ich denn diese dämliche Tür auf? Aua! Was? Wer? Wo? Wo denn? Ach, da oben! Schieß erstmal im Sack. So. Ist der immer... Der lebt noch, ne? Kann das sein? Ja, da greift noch jemand. Kann ich ihn... Kann ich wunderbar in die Hände schießen? Ja, guck mal noch... Einen haben wir noch, der ist oben. Aber ich frage mich gerade, wie kommen wir denn... Kommen wir hier rüber rauf? Nee, ne? Nee. Wie kriege ich denn zum verfluchten Teufel nochmal diese Tür auf? Zugriff verweigert. Gibt es irgendwie ein Kabel, was hier irgendwo lang führt? Wie komme ich denn bitte da rein? Ist doch gut. Bleib mal locker. So. Was, Alter? Hat da gerade einer Alter gerufen? Alter! Alter, Alter! Ah, ich glaube, ich weiß wie. Nö, ich sollte mich beeilen. Da haben mich welche gesehen. Uah. Aua, lass das! Lass das! Aua! Das war knapp. Ja, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss gerade hier ein... Schalte diese beschissenen feigen Scharfschützen aus. Ja, kann ich nicht. Ich muss gerade einen Sendeempfänger hier hacken und werde gerade angeschossen. Warum auch immer. Sendeempfänger in Lombard. Yeah. So. Voll geil. So, lalalala, Lombard-Sendeempfänger. Sendeempfänger entschlüsselt. Gute Arbeit, Brady. Dankeschön. Jetzt können wir die Gespräche und Bewegungen der KVA in Lombard überwachen. Problem ist nur, dass hier der Zwischenbot, wollte ich jetzt gerade schon sagen, die Nebenaktivität gerade abgebrochen wurde, weil jetzt gerade der Speicherpunkt kam. Ist ein bisschen blöd, aber egal. Ich denke mal, das wird wiederkommen. So, 6 von 7 Medipacks ist ganz gut. Haben wir denn schon genug Kohle für... Wo ist denn der Auto... Ah, hier ist der Automat. Ich wurde Automat. Ich bin schon bei Bioshock oder so. Keine Ahnung. Bei Kleidung. Die taktische Weste. Nein, wir haben 4158. Okay. Was sind eigentlich diese gelben oder blauen Vs da oben? Was können wir denn damit machen? Sachen verkaufen ist denn Ausrüstung, Waffen, was
Was können wir denn damit machen? 0 von 20 haben wir davon. Oder sind das irgendwie Punkte, die man woanders kriegt? Für Multiplayer oder so? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. So. Jetzt mal eben schnell schauen. Hier haben wir doch die Basis aufgeräumt. Das ist sehr schön. Ah, guck mal. Alter, jetzt geht aber rund hier. Können wir auf dem Weg noch ein paar Radios mitnehmen. Gehen wir erstmal hier. Erstmal ein Radio. Dann gehen wir zu dieser Mission. Das Radio ist bestimmt oben. Wetten? Wetten das? Ich hab's gewusst. Hier ist das Radio sogar. Geil. Wenn wir das schon einmal haben, oder beziehungsweise wenn wir schon einmal da auf dem Weg sind, können wir auch die Radios dann mitnehmen. Sie haben sie erwischt! Die verfluchten Norks haben sie erwischt! Was? Wer hat wen erwischt? Jeder tote Nork macht den Unterschied aus. Jeder tote Nork macht den Unterschied aus. Ich finde nicht, weil es sind ja auch Menschen und die folgen ja auch nur Befehle, so wie dies der eine sagte da letztens. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, was wir tun. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich, weiß nicht. Krieg bleibt immer gleich. So wie bei Fallout. Das, Hä? Ah, das Radio ist oben. Boah, ja, ja. Hä? War das Radio nicht oben? Das Radio ist im Gebäude, im Bus wahrscheinlich, oder? Hier ist das Radio. So. Nochmal eben schnell auf die Karte geguckt. 9 von 15. Ach, wisst ihr was? Komm, wir nehmen die Radios jetzt einfach alle mit und fertig. Dann haben wir sie. Was wir haben, haben wir. Würde ich sagen. Huch. Mann, mach ihn doch einfach kalt. Mach ihn einfach kalt. So. So. Lalalala. Alle hopp. So. Na, gehst du da runter. Vielleicht soll die nicht hier so forsch einfach rumlaufen. Um auch ein bisschen zur Sicherheit mal ein bisschen nach rechts und links gucken zwischendurch noch. So, das Radio ist oben. War ja klar. Komm ich hier. Ja. Na. Da ist es auch schon, sehr schön. Nehmen wir noch ein paar Teile mit. Gucken noch mal eben auf die Karte. Auf die Karte. So. Haben wir schon fast bald alle Radios. Video killed the radio star. Wie voll das Let's Play in der Länge. Ich hab dir schon mal gesagt, guck woanders. Will ich nicht. Dann bist du selber schuld. Das ist der Stützpunkt, Brady. Also, Heather hat den Goliath fast wieder zum Laufen gebracht. Jetzt liegt es an dir. Erobere diese Basis für uns und wir sind wieder im Geschäft. Nein, ich bin gerade Radios am Sammeln. Kannst du mal bitte aufhören zu speichern, danke. Die Leute nennen uns Terroristen. Oh, Ermittlungsaufzeichnung 1. Seitdem die Norks nach Philly gekommen sind, bauen sie diese Stützpunkte. Du kannst sicher dieses riesigen Injektoren sehen. Sie tun mehr, als nur die Kanalisation mit Chlorgas voll zu pumpen. Wir müssen herausfinden, was das ist. Das war ein Tagebuch, ne? Habe ich so spontan jetzt einfach mal mitgenommen. Stimmt, wir finden ja bei den Radios immer Tagebücher zwischendurch. Das ist natürlich sehr praktisch, weil man nicht immer Radios findet. Oder beziehungsweise Tagebücher findet. 11 von 15. Warte mal, hier haben wir hier noch zwei weitere Radios. Ich hoffe, die sind nicht in der Base, wo wir da hin müssen. Weil ich möchte noch nicht in diese Basis rein. Weil das möchte ich mir ja ein bisschen aufheben für später. Du näherst dich einem KVA-Stützpunkt. Er wird stark bewacht sein. Tankstellen-Stützpunkt, ja. Aber wenn wir ihn erobern können, würden wir den Nords in dieser Zone einen schweren Schlag versetzen. Hallo Freunde. Ich bin hier nur auf der Suche nach einem Radio. Ich bin Radiomoderator und muss meine Frequenz erweitern. Wie komme ich denn hier? Hier vielleicht? Ah, Tatsache. So.
So. Mein Name ist Billie Jean Radio Star. Genau, mein Name ist Flexi Morningstar. So, wo ist denn das? Da ist es. Was bimmelt denn hier die ganze Zeit? Hey, ein Tagebucheintrag. Weggeworfene Nachricht 01. Ich muss dein Kumpel vom Widerstand sprechen. Sie erweisen mir weder den nötigen Respekt, noch erkennen sie meine wichtige Rolle an, die ich in ihrer Einsätze spiele. Ich riskiere mein Leben hinter feindlichen Linien und dennoch werde ich wie ein gewöhnlicher Klepp behandelt. Das ist inakzeptabel. Wieso bimmelt das hier so, Alter? Haltet euren Kopf hoch. Feind werden steht aufrecht. Ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Ping, damit man weiß, hier ist irgendwas in der Nähe. Ist ein bisschen... nervt ein bisschen, glaube ich. Aber nur ein ganz klein bisschen, ganz klein Teil. So. Hallo Jungs, ciao. Ja, ja. Hallo meine Freunde, na, wie geht's euch? So. Das wollte ich schon immer mal machen. Juppie. So, hier soll ein Radio sein. Wo ist das Radio? Ah, da. Könnt ihr euch erinnern, wie besessen wir von Technologie waren? Nee, kann ich mich daran entsinnen, weil... Alter, es ist neblig hier, sehe überhaupt nichts. Wo laufe ich denn? Alter. Das wirkt jetzt alles so weit. Nein, ich kann doch nicht schwimmen. So kann der überhaupt schwimmen? Ich war nicht besser als der Rest. Kehre ins Missionsareal zurück. Ich komme doch hier gar nicht rauf. Ich komme hier nicht mehr rauf. Hilfe! Ich bin froh, dass wir wieder... Ich bin die letzte Hoffnung der Menschheit. Ich komme nicht rauf. Ach doch. Ich bin die letzte Hoffnung der Menschheit und kam da nicht rauf. Oh mein Gott. Warte mal. Ich mache jetzt erstmal das Radio. Dann das Radio. Und dann machen wir das Gebiet hier clearen. Dann kriegen wir noch mehr Radios. Sind sogar die letzten zwei, glaube ich. Ich glaube, es sind sogar die letzten zwei Radios. Wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Weißt du, voll der Held, kann aber keine Klippe raufklettern. Weißt du, so eine Mini-Klippe. Ah, apropos übrigens Fallout, weil ich Fallout von denen gesprochen habe. Es wird mal echt mal wieder... Echt mal wieder Zeit, dass man wieder Fallout spielt. Ich habe schon so lange kein Fallout mehr gespielt. Ich glaube, ich werde es im Stream mal wieder spielen. Fallout ist auch so ein Spiel, da brauchst du massig Zeit. Definitiv, das ist nicht mal eben durchgespielt. Und bin ich froh, dass ich davon keine Let's Play gemacht habe. Also wenn ich andere YouTuber sehe, uiuiui, über 200 Folgen, alter Spiele. Das, das würde mein... Aua, lass das! Das würde meine Kompetenz übersteigen. Und mein zeitliches Budget, sagen wir mal so. Ich bin froh, dass ich heute wirklich die Zeit habe, Homefront aufzunehmen. Und auch generell... Die KVA hat einen Stützpunkt neben einer riesigen... generell mehrere gebaut. Projekte am Laufen habe, was haben eigentlich... dieses Gebiet stark verteidigt. Demnach müssen sie dort etwas Großes verstecken. Ja. Was eigentlich sehr das ungewöhnlich auch ist. Das zu untersuchen, wenn du kannst. Ja, jetzt doch mal gut. Weil ich normalerweise eigentlich immer so zwei Projekte nur am Laufen habe, weil ich sonst nicht anders packe. Weil es echt schon viel. Ich habe jetzt 3-4 Projekte laufen und sogar 5-6 kommen noch dazu. Ja, so ordern. Ach, hier, Kohle. Wie knuffig. Also hier kannst du dich echt gut verstecken. Ja, hier ist so meine Heimat. Na. Hier findet mich auch keiner. Wenn hier pennst oder so. Ne? Hier bist du echt geschützt. Ja, wie gesagt, es läuft ja so Order, es läuft Beyond the Souls, es läuft Homefront, es läuft das Wirbelwind-Spiel, es sind schon 4 Spiele. Dann kommen noch 2 Horror-Games, 5, 6 und dann kommt noch bald Bioshock. Es sind 7 Projekte, die bald laufen. Alter, ich hoffe, ich habe mich damit echt nicht übernommen. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. Und das Problem ist ja, das habe ich auch vor kurzem noch in der Folge gesagt, wenn du mehrere Spiele spielst, ist das Problem einfach, dass du die Steuerung nicht von jedem gleich sofort im Kopf hast. Also hat bitte ein Nachsehen mit mir, ja. Wenn ich da mal nicht die richtige Taste in einem Spiel drücke. So, hier müsste Radio sein, das letzte, glaube ich, oder? Hallo? Ja, geil. Ist hier wieder ein... Da ist wieder ein Tag... Nee. Die Leute nennen uns Terroristen. Doch, hier oben. Und das tut weh. Sehr weh. Oh Gott, die ist wieder ein Quatschen, ne? Warte mal eben. Und ihre Lautsprecherdurchsagen laufen. Jetzt quasselt die hier wieder. Jetzt muss ich mal eben weggehen.
Nein, ich will nicht auf die Karte. Ich will Tagebuch lesen. Tagebuch. So, Werftarbeitsprotokoll 02. Hotte. Was ist denn los? Ich muss gleich mal was trinken, ey. Heute hatte ich einen der besten Tage meines Lebens. Ich ging meiner Arbeit nach und wollte eine kurze Pause einlegen, als plötzlich zwei Männer, alt und jung, an mir vorbeigingen. Man sah ihnen an, dass sie hier nichts zu suchen hatten. Sie trugen keine Arbeitskleidung und spazierten regelrecht durch das Gebiet. Kämpfer des Widerstandes. Sie teilten sich auf und ich ging zurück an die Arbeit. Ein paar Minuten später wurden alle gerufen und beim Container-Terminal brachte die Hölle aus. Ganz ehrlich, die KVA muss alle verfügbaren Streitkräfte gerufen haben. Ich dachte mir, die zwei Typen von vorhin wären bestimmt schon tot. Also war ich richtig überrascht, als der jüngere Kerl auf dem Rücken eines Goliaths herauskam. Als ich nach Hause kam, erzählte ich dort von diesem Vorfall. Sie konnten es kaum glauben. Ich weiß nicht, was als nächstes passieren wird, aber ich hatte gerade links einen roten Balken und oben, Alter, ich will das gerne. Ach komm, leck mich am Arsch. Alter, willst du mich verarschen? Nö! Ich will doch nur ein Tagebuch lesen! Lass mich! Geh weg! Ciao! Mann, ich will doch nur ein Tagebuch lesen! Warte mal eben, ich habe keine Zeit für euch. Warte mal eben, damit geht's vielleicht ein bisschen schneller. Ciao! Juppie! Haha, ihr könnt mir gar nichts werfen! So! Hallo Freunde! Ciao! Hallo Freunde! Freunde der Nacht! Alter, was? Heil dich! Heil dich! Was ist denn hier los? Alter, diese Kackdrohne soll sich. Oh nein! Da kommt ein Luftschiff! Ihr müsst verschwinden! Ja, ein Lustschiff! Alter, das gibt's doch gar nicht! Ich will doch nur dieses dämliche Tagebuch lesen! Komme ich da nicht mal irgendwie zu? Alter. Das gibt's überhaupt nicht. Du kommst nicht dazu, das Tagebuch zu lesen. So, warte mal, wo waren wir denn jetzt gewesen? Ich dachte mir so, warte mal. Als ich nach Hause kam, erzählte ich dort von diesem Vorfall. Sie konnten es kaum glauben. Ich weiß nicht, was als nächstes passieren wird, aber ich werde nicht mehr zur Werft gehen. Ich werde den Widerstand suchen und meine Hilfe anbieten. Wenn nur zwei Männer so etwas schaffen, was kann dann eine ganze Gruppe erreichen? Da hat er vollkommen recht. So, was ist das denn hier? Transponder. Scanne. Kein Lager gefunden. Ach cool, man kann hier sogar... Lalalala. Ich bin hier, findet mich. Ich sollte mich mal heilen. Ich sollte mal eben kurz... Was wollen wir? Wir wollten noch ein Radio holen, ne? Oder hatten wir jetzt alle Radios? Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ach genau, hier, die Basis wollen wir jetzt einnehmen. Ja. Genau, das war die nächste Aufgabe. Juppie. Weil wenn wir alle Basen haben, haben wir ja echt die Ruhe und können ganz gemütlich unsere ganz normale Quest aufnehmen. Also unsere ganz normale, Quest, beziehungsweise... Alter! Ganz normale Hauptmission. Aua, aua. Lass das. Hier müssen wir ja rein, ne? Dies ist ein Sperrgebiet. Schön, dass es ein Sperrgebiet ist. Ich wollte gerade Sperrmagebiet sagen, aber ja gut. So. Wie komme ich denn da rein, ungesehen? Wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Weil die schon alarmiert worden sind. Da läuft auch jemand. Kriege ich den? Warte mal. Ja, der hat mich bestimmt gesehen, ne? Achtung, hier spricht Parrish. Ich rufe einen Notstand aus. Eines unserer Lager wird belagert. Alle, die helfen. Eines unserer Lager wird belagert. Das ist natürlich auch geil. So, warte mal. Ich probiere das mal. Vielleicht schaffe ich das ja. Dieses Lagerhaus könnte ein günstiger Ort für eine Kommandozentrale sein. Sieh nach, ob du fängst einen Arsch her. Wir müssen das Lager verteidigen. Heilen. 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 Danke. Hallo? Da hab ich so wenig Munition? Du hast es geschafft, Brady. Jawoll. Plündere das Lager und verschwinde, bevor noch mehr von denen auftauchen. Okay. So. Plündere das Lager. Wo ist denn... Ach so.
oben ist eine... Ah, hier. Jawohl. Jawohl. Feier ich ein bisschen. Ein ganz tolles Lager. So. Kann ich... Das gibt's gar nicht. Wie kann er mich so schnell gesehen haben? Ich bin doch gerade mal ganz kurz rausgucken gegangen. So, warte mal. Kriege ich hier noch mal ein Medipack oder so? So, hier waren wir ja schon mal gewesen. Hier läuft das Radio noch.